Vierfüßlerstand bietet sich immer wieder an, um auch in die Kraft und in die Dynamik einzusteigen. Das heißt, was wir jetzt machen, wir gehen so ein paar Schritte durch. Strecke zunächst dein rechtes Bein nach hinten. Okay, diese Position hältst du. Schiebe vor allem die Ferse nach hinten, nicht die Zehenspitzen, sondern die Ferse. Jetzt siehst du, ich gehe ins aktive Hohlkreuz, das wollen wir nicht. Das heißt, ich kippe mein Becken hier nochmal, wie in der Übung vorhin. Bauchnabel einziehen und Beckenboden ist fest. Gut so. Jetzt sind einige dabei, die sagen, puh, ich spüre schon die Muskulatur im unteren Rücken. Das reicht mir. Dann gibt es andere, die dabei sind und sagen, hey, ich will aber noch so ein bisschen mehr Input. Das heißt, linken Arm nach vorne, Daumen zeigt nach oben. Okay, wir halten die Position. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Gut so. Und mit dem nächsten oder übernächsten Ausatmen, nachdem du die Position jetzt gute 15 Sekunden gehalten hast, oder 20 sogar schon, komm zurück in den Vierfüßler und kurz nach hinten Gesäß Richtung Fersen absenken. Schöne Position, um mal kurz auszuruhen. Wir halten uns aber nicht zu lange in dieser Ruheposition auf, sondern kommen wieder nach oben in den Vierfüßler. Freuen uns jetzt schon auf die andere Seite. Das heißt, linke Ferse schiebt nach hinten, rechter Arm kommt nach vorne, wenn du möchtest. Ganz wichtig hier, schau meinen Rücken an. Hier bin ich im Hohlkreuz, jetzt arbeite ich dagegen. Rechter Daumen zeigt nach oben und ich atme. Schön hier zu sehen, bleib in der Position, bleib. Du kräftigst von der rechten Schulter über die linke Pobacke bis in die Beine, gesamten Rücken und hast so wirklich eine absolute Ganzkörperübung. Ich weiß, du willst raus, also ab die Post, Gesäß nach hinten, Stirn ablegen, 3, 4 Atemzüge genießen. Und dann komm langsam wieder von unten nach oben. Und was wir jetzt machen, wir gehen einen Schritt weiter und zwar wirklich in die Dynamik. Das heißt, Möglichkeit 1, na, wir fangen wieder mit dem rechten Beinchen an, wie auch vorhin schon, okay? Entweder das Knie Richtung Kinn bringen und wieder nach hinten ausstrecken, eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, du nimmst den Ellenbogen dazu, okay? Also Thema Gleichgewicht, komm schon, ich glaube, das kannst du. Ausatmend klein machen, einatmend groß werden. Gut so. Und hier machen wir gute 6 bis 8 Wiederholungen. Ich glaube, wir sind schon bei 4, 5, 6, 7 und 8. Super. Linke Hand abstellen. Knie auf die Erde. Wir gehen jetzt nicht nach hinten, sondern bringen die Hände weit nach vorne und strecken unseren oberen Rücken. Krabble mit deinen Fingern noch etwas weiter nach vorne und spüre so die Streckung in deiner Rückenstruktur. Hier vor allem oberer Rücken, Latissimus, der von den Schultern Richtung Lendenwirbelsäule zieht. Wenn du möchtest, wackel so ein bisschen mit deinem Po von Seite zu Seite, um demnächst aus dieser Dehnposition wieder nach oben zu kommen. Sehr schön. Und freu dich auf die andere Seite. Wir hatten gerade rechtes Bein, jetzt kommt das linke Beinchen. Also, linke Ferse zieht nach hinten. Übung 1 ist, du bringst das linke Knie zu deinem Kinn. Zack. Okay, wenn dir das reicht, ist gut. Mach die Übung so. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, nimm den rechten Arm dazu. Also Ellenbogen und Knie zusammenführen. Zack. Bleibe in der Atmung drin, ausatmend. Einatmend groß. Auch hier wieder gute 6 bis 8 Wiederholungen. Und du siehst, mein Kopf ist und bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Ich will meinen Nacken schützen. Und wenn ich meine Wiederholungen habe,
Dann komme ich wieder in diese wunderbare exponierte Position. Lege meine Stirn auf der Erde ab. Lass den Atem frei fließen. Krabble mit meinen Fingern weiter vor. Und wackle vielleicht noch mit dem Po. Um dann schließlich wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren. Entweder Vierfüßlerstand oder Fersensitz, das darfst du für dich entscheiden.